Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Die Mädels sind schon wach. Dann geben wir denen gerade was zu futtern. So. Oh, Schatzi, wenn du Chris hinsetzen würdest, könnte ich sie füttern. Oh, wir kriegen Bambus-Papaya. Oh, okay. Bap-bap. So, füttern. Schatz. Da wollte ich nicht hin. Darling. So, weißt du, wenn du hier mit dem Bauen und Herstellen aufhörst, sollte ich Model werden. Genau, das kennen wir. Gib noch ein Küsschen für einen guten Start in einen guten Tag. Die zwei sind glücklich. Pinky pennt. Alles bestens. Oh, und heute ist auch wieder schöneres Wetter. Sehr schön. Ah, Ack, für dich habe ich noch was. Ich habe eine Menge Arbeit geleistet. Schau sie dir an. Mr. Django, ja, er hat ihm das Restaurant gezeigt. Landwirtschaft. So, da haben wir nämlich die Sachen für dich. Post gibt's keine. Hallo, Liuba. Hey, wie hast du mich gefunden? Ja, ich weiß nicht. So halt, ne? Hm, es ist der Gedanke, der zählt. Genau, sag ich auch immer. Sonja. Shit. Ist uns entwischt. Naja, guck mal nach einem Auftrag. Mal gucken, was es da so Feines gibt. Ah. 1136, 1200. Dann machen wir das. Weil dann können wir nochmal ein bisschen bei der Petra punkten. Ist ja auch nie ein Fehler, ne? Remington. Bei dir fehlt nicht nur das viel bisschen Bier. Find some data disk, ja. Kriegst du eine Limo? Wonderful. Das nimmt er, sehr schön. Aber er ist immer noch nicht BFF geworden. Jetzt gucken wir gerade nach den Holzsäulen. Dann gucken wir nach Ginger. Dass wir dort auch noch BFF vielleicht mal irgendwann werden. Drei brauchen wir. Holz haben wir genug. Dabei kann ich hier mal einsortieren. Sehr schön. Oh, das kann auch rüber. Keine Holzsäulen. So, das ist Material, für was wir so brauchen. Wie lange brauchen die Holzsäulen denn? 7 Minuten. Sind dann alle drei fertig oder nur eine? Das ist hier noch die große Frage. In den 7 Minuten können wir gerade mal ein paar Lamas hauen. Sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Nicht hin, da wollte ich hin. Zwei. Eine fehlt noch. Da ist er. Sehr gut. Können wir abliefern. Könnten noch mehr so Maschinen aufstellen, ne? Sollen wir noch Punkte fürs vom Museum herkriegen. Wäre auch nicht das Verkehrteste. Dr. Su. Hey. Hey. Ich freue mich drauf, mit dir zu Abend zu essen, wenn wir beide Zeit haben. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee kommt.
Aber okay, können wir ja mal machen. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihm verabreden, genau. Mach mal ein Date aus. Du kriegst... Oh, ich hab doch gerade Unkraut gehabt. Da. Die Kräuter sind kostbar, danke. So, mach mal einfach mal ein Date mit ihm aus. Zentralplatz. Morgen 18 Uhr. Okay. Dann kann man nämlich mit ihm essen gehen. Vielleicht erzählt er uns dann ja was. Wer weiß. Gibt da immer noch Dinge, die ich irgendwie Petra mal... Hallo? Aber habe ich noch nicht, weiß ich noch nicht, was das sein sollte. Vielleicht, nein, vielen Dank. So können wir weiter forschen. Es ist zurzeit wirklich trocken. Die Feuchtigkeitscreme von Sonja ist wirklich praktisch. Magst du sowas? Ja, mag sie. Sehr gut. Gucken wir noch bei Ginger vorbei. Vielleicht gehen wir da nochmal in die gefährlichen Ruinen. Das müssten wir mal gucken. Hi. Onkel Rousseau ist meiner Familie eine große Hilfe, ja. So, du kriegst das. Ne, das. Das ist ganz toll, vielen Dank. Gehen wir nochmal in die... Oder fahren wir da in die Wüste? Da waren wir auch schon lange nicht mehr drin, ne? Fahren wir vielleicht dahin. Gehen wir mal in die hier. Da waren wir nämlich auch schon lange nicht mehr. Kämpfen wir uns da mal durch. Und dann können wir auch noch mal in die ganz, in die zuletzt erreichten. Da waren wir beim Level 50. Kann ich die? Nein. Schade. Oh, die haben wir ja noch gar nicht alle freigeschaltet. Okay. Dann wird es aber Zeit. Die hatten wir noch gar nicht alle freigeschaltet. Ich dachte, wir hätten. Gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Wer bist denn du? Nichts da flauen. Ausgeflemmt. Ich dachte, hier hätten wir schon alle Stufen erreicht, aber... Pustekuchen. Noch jemand? Wie kommen wir denn an die Kiste? Erstmal, indem wir die hier wegmachen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Schwert, was wir haben könnten. Muss aber nur Gesundheit wiederherstellen. Moment, da kommen wir drüber. Hm?
So kommen wir zur Kiste. Eine Mundharmonika. Über Sinn und Unsinn lässt sich jetzt wahrlich streiten. Wir gehen natürlich weiter. Aua. Hau mich nicht. Wollte doch gerade sagen, haben wir nicht irgendwie eine Kiste übersehen oder so? Verbesserter Motor. Schön. Schön, schön, schön. Das ist Ebene 3 von 6. Die sind ein bisschen weniger träge hier, die Verlorenen. Aber die Bergarbeiter-Variante, die reagiert ja. Hoppala. Ewig spät. Geht es da raus? Ja. Da müssen wir gleich noch. Guck mal da oben. Da ist noch eine Kiste. Kommen wir denn da hin? Da sind wir hergekommen. Gucken wir mal, was es hier drin gibt. Verbesserter Motor, okay. Da ist nochmal eine Kiste und wir können uns auch heilen. Ja, machen wir. Sind wir danach eh nicht mehr da. So, alle erledigt. Jetzt kommt Ebene 4 von 6. Morgen daher. Was rennst du da unten rum? Oh, da ist eine Kiste. Kisten. Keine andere Kiste hier. Ne, keine graue Kiste hier. Okay, schade. Oder ich sehe sie nicht. Das ist natürlich auch nie ganz auszuschließen, dass ich da schlicht und ergreifend dran vorbeirenne. Aber, naja, das wäre dann Pech. Ich
Bin mal auf den Endboss hier gespannt. Aluminiumdraht, okay. Hä? Da sind wir hergekommen. Dahin. Da muss ich hoch. Hoppala. Sprach's und fiel runter. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben es geschafft. Halleluja. Eiskalt von oben erwischt. So, jetzt kommt der Endboss, ne? Okay. Ich sollte mir Heilmittel unten in die Dings legen. Einmal, zweimal, dreimal. Gegengift ist auch kein Fehler. Fügt GP hinzu. Machen wir auch mal. Stellt 50 GP wieder her. Okay. Dann sind wir schon mal gerüstet. Wow. Okay, das ging schneller als erwartet. Wir haben 17 Uhr, dann können wir die auch noch machen. Oh, schon 22 Uhr, ups. Ja, dann brauchen wir je nachdem nicht zurückfahren, weil wir um 3 Uhr nachts hier automatisch zurückgesetzt werden. Lang müssen. Hier ist nur was zum Abstauben. Hier gibt es was zum Abstauben, sehr gut. Hoppala. So war das nicht gedacht. Falle ich schon wieder runter. Ja, Himmel, Herrgott. Okay, das war nur, um den da oben zu besiegen.
die haben auch. Und den Dude noch. Da geht's hoch, da gibt's doch bestimmt irgendwo eine Kiste, oder? Genau. Hier sind wir hergekommen. Ne, hier war keine mehr. Okay, waren es nur zwei braune Kisten? Aber den nehmen wir auch mit. Na. Hör auf mich anzufackeln. Lang. Da müssen wir raus. Da haben wir schon mal die Kiste. Ach, da wären wir auch hochgekommen. Okay. Aber hier müssen noch irgendwelche Dudes rumspringen. Da unten. Doch ein paar Mal erwischt. Der nicht. Da ist noch einer. Schläft vor sich hin. Pennt einfach vor sich hin. Da ist auch noch einer. Und wieder Aluminiumdraht, okay. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle erwischt. Will jetzt nicht zu viel Heilmittel verschwenden. Nicht, dass wir da dann gleich wieder ein Dings haben, wo wir uns heilen können. Gern mal diese Heilpunkte. Wer bist du? Liegt halt so rum. Ui. Müssen wir, glaube ich, gleich weiter. Das ist ja wieder was für mich. So schmale Dinger langlaufen. Da falle ich nämlich immer mit Vorliebe runter. Oh, hier ist es. Ich sehe mich schon wieder unten liegen.
Halleluja. Ihr seht, was ich meine. Wo geht's da hin? Nirgends. Ich dachte, da gab es vielleicht eine Kiste oder sowas. Aber nur Kist. So, haben wir wieder den nächsten Endboss. Was kocht er denn da vor sich hin? So. 5 Diamanten. Da komme ich nicht mehr hoch, ne? Schade. Hat es da vielleicht noch eine Kiste gegeben, die ich übersehen habe? Ja, jetzt sind wir alle durch. Dann verlassen wir die Ruinen. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass wir da noch was offen hatten. 22 Uhr. Ich hatte gehofft, es ist später. Komme ich da nicht hoch? Ich will damit hochfahren, genau. Genau so. Pappel können wir gerade noch mitnehmen. Oh. Damit natürlich nicht. Und wir haben doch irgendwas. Was sind das? Kappe des Abenteuers. Maximal GP. Plus 600. Plus 700. Okay. Damit ist die Frage beantwortet. Hoppla, da waren sie doch. Der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin, das kommt dahin. So. Dann nehmen wir nämlich die Pappel hier direkt mit, wenn wir schon da sind. Und hoffen, dass jetzt die Töftöfs noch fahren. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dings haben wir schon abgegeben, die Aufgabe. Dann können wir pennen gehen. Damit sage ich dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.